Hallo und herzlich willkommen Sportsfans auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22 zum BA-Team. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und auch ein Sieg am letzten Spieltag auswärts in Augsburg versuchen wir heute zu Hause natürlich auch wieder zu gewinnen. Mal schauen, ob es mir gelingen wird. Wir haben die geilsten Fans der Welt im Rücken plus den Heimvorteil plus den Kampfgeist. Und unsere Gäste aus Straubing haben die kompletten Vorteile auf ihrer Seite plus aber mitgereiste Fans im Petto. Und hoffentlich gute Stimmung. Wir spielen aus Center. Dann werden wir das schon hinkriegen. Sachen YouTube. Ich bedanke mich für 427 Abonnenten. Schade, dass in die letzten Tage 4 Abonnenten gegangen sind. Jetzt habe ich gerade nachrechnen müssen im Kopf. Vielleicht, weil ich mein Content ein bisschen vom Eishockey wegbegib. Bulli Wimmer, aber für die 427, die wo es noch hier sind, bedanke ich mich recht herzlich. Ihr würdet mir helfen, wenn es die Videos in Echtzeit durchlaufen lasst. Möchte gerade mal so sagen, ich will ja keinen nötigen, aber das würde mir auf YouTube echt helfen. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe glaube ich eh schon in einem Video gesagt, ich weiß es nicht, ob es bei mir ein NHL 23 gibt. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video sehe, sitze ich bereits schon wieder auf dem LKW und nicht mehr im Vorschulauto. Ich versuche natürlich so gut wie es geht, diese Season für Eng abzuschließen. Deswegen produziere ich ja die Woche davor schon voraus. Heute ist der 27. September. Ich werde jetzt schauen, dass ich so viele Videos nur bei BA Team, BA Pro vorausproduziere. Ich werde für Eng schauen, was mir möglich ist, um Techno irgendwie dann das NHL 23, dass man ein paar Season machen können. Also die zwei Season möchte ich auf alle Fälle machen. Aber ich muss schauen, wie es mir zeitlich ausgeht. Warum? Weil ich halt in der neuen Arbeit um 5 Uhr früh anfangen muss. Und zwischen 3 Uhr Nachmittag und 8 Uhr abends heimkommen. Wenn man 8 Uhr abends heimkommen. Ich weiß nicht, ob das vernünftig ist, wenn man müde Videos macht. Mit HB on Tour, das habe ich schon bis Anfang Dezember vorausproduziert. Warum? Weil ich halt einfach am PC sitze mit meinem Europa-Tracker und vor und nimm dabei auf. Ich habe ja nur ein Familienleben auch noch, das kommt ja nur dazu. Ja, wenn jetzt unverheiratet war, allein war, kein Familienleben hätte, ja dann war das alles kein Problem. Dann darf ich auch für meine Abonnenten um 3 in der Früh aufstehen zum Video machen, bevor das in die Arbeit geht. So stehe ich jetzt halt zwischen 4 und 5 in der Woche auf und mache Videos wegen. Ideen hätte ich extrem viel für weitere Projekte. Aber die Zeit, jetzt hat halt die Zeit, ist halt das. Aber es kennt ja wahrscheinlich den Spruch, Geld regiert die Welt.
Und da schießt man der Viktor das Tor und das 1:0 im ersten Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Kriegst du es jetzt gut ausgegangen, so wie ich das geplant habe, dass wir ein bisschen was abklären im ersten Drittel des Spiels und sogar nur zusätzlich das Tor machen. Und ich bin immer. Ich hoffe, jetzt könnt ihr es ein bisschen verstehen. Vielleicht mache ich sogar so wie der Diesel TV Videos mit dem LKW nachher. Nach der Einlernphase, was ich habe. Oder auch während der Einlernphase. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Aber vielleicht wisst ihr es jetzt schon jetzt zu diesem Augenblick mehr aus wie ich. Ja, für mich ist ja das Zukunftsaufnahme. Nennt man das so, wenn man was vorausproduziert? Ja, ja. Ah, Wolf schießt das nächste Tor. Schön, schön, schön. 25. Tor in dieser Season. Am Faden funktioniert. Schreibst du es mir ein, wer schaut, welche Projekte schaut es überhaupt bei mir? Das darf ich mich interessieren. Dass ich meinen Fokus dann, wenn ich Zeit habe, auf gewisse Projekte linke. So Bier Team endet ja mit der Season. Das habe ich ja schon gesagt, weil ich muss ein bisschen reduzieren von die Projekte. Ist jetzt nicht, dass ich nicht mehr Eishockey zocken möchte. Aber seit dass ich Let's Player bin, hat mein Kanal eigentlich überwiegend nur mit Eishockey zum Tag gehabt. Und ich finde einmal, dass ein bisschen Zeit ist, was anderes zu machen. Man muss ein bisschen wachsen, mal ein bisschen was anderes probieren. Ob die Tonqualität gut oder schlecht ist, manchmal, das spielt dann keine Rolle. Ich bin da ein bisschen gemütlicher. Ich bin da wirklich ein bisschen gemütlicher. Ich habe mit Handy YouTube angefangen. Wenn ich mir das bedenke. Das ist eigentlich das, was mir da geht. Aufs Einfachste. So wie ich selber bin. Ganz einfach muss das Leben. Wo ich wäre ziemlich stolz. Jetzt schauen wir, dass wir da wieder reinkommen in das Spiel. Wir sind ja schon drin. Ich meine jetzt mit dem Kommentieren. Uli verlieren wir. Jawohl, jawohl, jawohl. Ah, leider, sagt der Schneider. Auch nicht, aber es wisst ihr, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja.
verfolgt mir, der was bis jetzt so schaut, verfolgt mir auf Instagram. Da tue ich eben da, glaube ich, mehr posten als wir auf Facebook. Also so storytechnisch. Wenn man da gut mit Musik habe, mit dem Akku. So, letztes entscheidendes und gefährliches Tritt, meine lieben Sportsfreunde. Bulli verlieren wir. Das ist halt heute mal ein bisschen Real Talk. Die wo sie bis daher herschauen. 26. Tor für den HB in dieser Season. Jawohl. Jetzt würde ich sagen, schaffe ich einen Hattrick oder nicht? Anschluss, 1:3 mit Anschluss. Straube. Sie kämpfen und das ist das, was mir in Straubing gefällt. Ich mag die Straubinger Tigers. Wirklich, ich mag's. Deswegen war mir damals das wichtig, die Champions Hockey League mit den Tigers zu machen. Aus Straubing. Ich habe mich da voll drüber aufgeregt, dass man einer die Chance dort nicht mehr hat. Olson macht es 4:1 für die Champions Hockey League. Und ich sage alle, der was im Grunde seines Herzens Red Bull Fan ist. Weil tief in mein Herz hinein bin ich ein Sportsfreund. Wo ja nur mit dem Red Bull Trikot unterwegs war, ich habe noch nie Probleme gehabt mit die Straubinger Fans noch ein Spiel, bis auf die Singerei und dann, wenn ich im Jungrad habe und die zur Rede gestellt habe, so. Wer ist Österreicher, darf man ja Red Bull-Fan sein, weil ich komme ja aus Österreich. Im Allgemeinen gesehen. Aber wenn ich Salzburger war, dann hätte ich erst recht das Recht dazu, Salzburg-Fan zu sein, weil es ja aus dem Bundesland bei uns Salzburg kommt. Aber ich bin ja Tiroler, stolzer Tiroler. Anschlusstreffer, jetzt wird's. Das Anschlusstreffer, 2:4. Wir haben schon einen vierten. Schauen wir überhaupt Straubing-Fans zu? Das darf mich mal interessieren, wer bis hier hinschaut.
So, jetzt komm schon, komm schon, komm schon. Bei knappen 6 Minuten werden wir auch noch überstehen. Klingelt hat schon. Ah, der Travis und der HP warten. Funken jetzt auf Travis. Zwei Spieler warten auf den Hattrick. So ist rum ist besser. Nikolas. Na, 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 was ist denn da los jetzt? Fangen wir jetzt einknicken nur. Das ist das, was ich an Straubing liebe, sie kämpfen. Und an Schwenningen. Das sind so zwei Mannschaften, die was kämpfen. Extra Mann für Straubing, extra Tor für Düsseldorf. Mehr sage ich dazu nicht. Strafe, aber es nutzt einer nichts. In 36 Sekunden drei Tore nur eine Bringer. Wert nicht werden. Kämpf schon. Haben wir gewinnen mit 6-3, meine lieben Sportsfreunde. Und 6 Punkte. Dritter Platz ist der Brad mit einem Tor, einem Assist. Ja,
Zweiter Platz. Wie heißt der? Travis. Geht an Straubing. Und der erste Platz geht an HB. Mit zwei Toren. Dann haben wir zwei Stars, drei Tore. Ein Assist. Hervorragend, meine lieben Sportsfreunde, hervorragend, sage ich. Bremerhaven ist der nächste Gegner auf unserer Listen. Das kippen wir uns nach vorn. Wir sind die einzigen, die was sie bis jetzt qualifiziert haben, so scheint sie es. Topstorger ist ein Spiel, 44 Spiele, 26 Tore geschossen, 38 Assists, 0 Krämpfe. Dann schauen wir uns die Tabelle an. Düsseldorf ist mit 106 Punkten auf Platz 1, Ingolstadt ist auf der 2, die Eisbären auf der 3, Wolfsburg 4, Köln 5, die Fischtauners auf der 6, also spielt es nächstes Mal der erste gegen den 6. Dann Straubing auf der 7, Schwenningen auf der 8, Augsburg auf der 9, Mannheim auf der 10, Nürnberg auf der 11, Iserlohn auf der 12, Krefeld auf der 13, München ist auf der 14, Bittingheim bleibt wahrscheinlich auf dem letzten Platz, meine lieben Sportsfreunde. Das war's aber für diesen sportlichen Spieltag hier bei Bia Team. Wenn es euch gefallen hat, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, so rum ist richtig. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar würde ich mich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus BA Team weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.